bestes Wetter an der Tunguska, um hier schön auf Eschen und auf Forellen zu gehen. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Auf geht's, ab zum Spot. Und ich würde sagen, wir treffen uns da und ziehen richtig die Brocken raus. So, und da sind wir auch schon angekommen hier an der Stelle. Ich hatte es die Tage im Stream auch schon probiert und es war sensationell. Deswegen renne ich jetzt hier einfach mal gezielt direkt wieder hin. Kurzer Blick auf die Map. Also da oben auf der kleinen Landzunge hier in der großen Kurve geht es los. Und das ist auch tatsächlich schon die Zielrichtung. Da wollen wir quasi hin. Aber man kann sich auch hier in diesem ganzen Bereich hinstellen. Hier wurden auch schon dicke Forellen gefangen und was nicht alles. Also ganz aktuell wieder ein sehr heißer Spot. Und da gehen wir jetzt mal rein auf die Viecher. Wir schnappen uns zunächst mal eine Ultralight. Man kann allerdings auch hier mit einer normalen Light oder Medium Light Angel sehr gute Ergebnisse erzielen. Das Wichtige hier sind natürlich die Köder, dass man sie auswerfen kann. Und ich teste mal eben, ja, mit diesem Setup hier, mit Mono getarntem Vorfach hatte ich es zuletzt auch ausprobiert, hat ganz gut funktioniert. Mit dem Aikila, den hatte ich zwar jetzt am Belaya, aber der funktioniert doch hier bestimmt auch. Ziehen wir mal ein bisschen hoch hier, ein bisschen auf, zack, auf Geschwindigkeit, jawohl. Und da ist der erste Wurf und der erste Fisch auch schon schmackig. Gar nicht schlecht, ey. Hoffen wir mal, dass es keine Hechte sind, die hier reinballern. Das wäre natürlich nicht so nett. Sind äußerst selten, aber können eben auch hier sein. Was häufig hier ist, sind in der Regel die Eschen. Und die wollen wir haben. Die nehmen wir allerdings auch mit. Der olle Lennock, Alter. Lennock hatte ich noch nie als Trophy. Ist der Hammer? Wäre mal geil. Würde ich auch mitnehmen. Ich glaube, ich lasse mal direkt den orangenen Aikila. Den lassen wir doch direkt mal dran, wenn das hier den Lennox schon getriggert hat. So, dann machen wir mal so eine entspannte 32er Einholgeschwindigkeit. Nicht so super schnell, aber schon noch so, dass sich der Spinner mit der starken Strömung auch immer noch ein bisschen hier dreht. Vielleicht auch mal so zwischendurch ein bisschen schneller einkurbeln, dann wieder warten. Und dann testen, testen, testen. Ansonsten ganz wichtig natürlich fürs Eschenangeln alleine tendenziell eher so die Farben, die in Richtung ja so Kupferfarben gehen, so ein bisschen bräunlich vielleicht. Der braune Topwater funktioniert natürlich auch, der Popper. Also das sind alles so die Idealköder, speziell hier für die arktische Esche oder für die, wie heißt sie, ostsibirische. Genau, kann man jetzt natürlich nicht so übernehmen zum Belaya. Das Einzige, was man vom Belaya hierhin mit übernehmen kann, ist halt das komplette Setup. Also alles, was man quasi am Belaya an Setup verwendet, das kann man dann eins zu eins hier an der Tunguska auch wieder verwenden. Von den Ködern, vom Set, alles. Vielleicht, also natürlich auch noch mit ein bisschen weiteren Ködern, ein bisschen was anderes. Aber im Großen und Ganzen sind es quasi, zack, ähnliche Fische, ähnliche Köder, ähnliches Setup. Von daher lübt das hier auch. Was hier nicht ganz ähnlich ist, ist die Kohle. Denn hier die Fische, da kann man dann doch nochmal ein bisschen mehr Kohle machen. Das ist ja ziemlich geil sogar. Ich war letztens jetzt schon wieder überrascht. Wir hatten dann im Stream ja auch schon so ein bisschen rumgewettet, so 350 Silber oder waren es dann doch vielleicht 450 und ich glaube es waren über 550 tatsächlich mit, ich glaube es waren 80 Fische ungefähr, 80 Fische gefangen. Das war schon wild, also das kann man echt gut machen. Ein kleiner Nelma ist noch mit reingegangen mit 3,5 Kilo, dann natürlich die Lennox ballern mit rein und ganz wichtig natürlich dann auch die anderen Eschen. Und da versuchen wir jetzt mal so ein bisschen gezielter noch drauf zu gehen. Denn gerade solche Eschen hier, die bringen schon richtig Kohle. Alles so im Bereich von 500 Gramm lohnt sich hier sogar schon richtig.
Deswegen Gas geben hier, schön einen nach dem anderen, zack. Und einfach mal versuchen hier so einigermaßen gezielt auf diese Eschen zu gehen. Da haben wir schon die nächste, man sieht es immer schön an der großen Rückenflosse. 300 Gramm nur, aber noch maßig, das passt. Und ja, das ist dann eigentlich so das A und O auch schon. Natürlich tendenziell alles eher während des Tages. In der Nacht lassen dann die Eschen eher nach. Da kann man es vielleicht noch auf Forellen versuchen oder auf Lennock und solche Sachen. Aber die Eschen hier, die sind dann doch eher tagaktiv. Testen wir nochmal einen anderen Köder, Hashtag 2, da haben wir die ganzen Spiker, die gesamte Spiker-Serie. Und da sind es dann die kupferfarbenen, beziehungsweise hier, ja, dieses leicht roséfarbene. Nehmen wir mal den als erstes, die etwas helleren. Die Sonne scheint, es ist relativ kühl. Also drehen wir auch das Tempo nochmal ein bisschen hoch. Und dann gucken wir mal, was da hier reingeht auf diesen Köder oder ob da überhaupt was reingeht. Und natürlich, ob es dann auch wieder Zielfisch ist. Und es sieht schon wieder gut aus. Jawohl. Arktische Esche, die nächste 400 Gramm. Sehr schön. Ja, genau die wollen wir. Genau die wollen wir. Zack und sofort der nächste. Jetzt könnte natürlich das Gewicht so ein bisschen höher gehen. Ne? Das wäre nicht schlecht, ey. Das wäre nicht schlecht. Nochmal so ein bisschen mehr Speck an den Rippen. Hep. Guck mal, da eine ostsibirische Esche. Auch richtig gut, ey. 500 Gramm ostsibirische Esche. Mega. Mega geil. Finde ich auch mit, ja, mit die geilsten Fische einfach. Vom Style her, wie so ein Dino, Alter. Top. So. Schön entspannt durchziehen hier. Ja, das war ja anfangs war das ja hier mit zwei, drei Routen rumprobieren und Köder einfach so treiben lassen. Da war das ja schon sehr, sehr wild. Jetzt war ich tatsächlich auch lange Zeit gar nicht mehr hier an den Stellen, an diesem Seitenbach hier an der Tunguska. Und hab's jetzt, ja, nach langer Zeit eigentlich mal wieder probiert, ne? Alter. Alter Falter. Alter Falter, okay. Und da war er. Da war er, der Hecht. Nein! Mein guter Köder. Der Lümmel. Da hat er mir meinen schönen... Erstmal meine Schnur hat er durchgebissen. Dann nehme ich mal die Mono. Dann nehme ich mal hier die Mono. Ich hatte ja die gerade in grün. Dann nehme ich die jetzt mal in Rot. Das ist ja ein Dingen. Hashtag 2, gleich direkt erstmal wieder nachkaufen. Alter. Der Schlingel. So. Instant Biss. Okay. Oh, ich dachte erst, okay, vielleicht vom Tempo her hat gut abgezogen. Ich dachte erst Lennock oder vielleicht sogar auch wieder Nelma. Es wurden hier allerdings auch schon, es wurden auch Taimen hier schon gezogen und so, ne? Also nicht überraschen, wenn euch mal sowas reinballert. Kann auch passieren. Zack, aber das sieht hier gerade auch sehr gut aus. Auswerfen, Biss. Gar nicht lange warten. Das ist halt natürlich ideal. Dann hat man schon einen sehr guten Köder dafür. Perfekt. Wenn jetzt noch die Größe ein bisschen passt, alles richtig, ey. Ja, so kleine... Kleine Barfuß. Könnte man auch wegwerfen, aber ich meine jetzt mittlerweile, wenn man Premium hat, hat man 150 Fische im. Zack, 150 Fische im Kescher. Das ist natürlich sehr angenehm. So, jetzt hoffen wir mal, dass das kein Hecht ist. Zieht auch schon gut. Ich gehe noch mal ein bisschen mehr in die Bremse. Oha. Na komm. Jawohl. Jawohl. Und schön hier mit der Strömung mitziehen. Runterziehen. In Richtung der Strömung.
Wehrt sich noch ein bisschen, wehrt sich, hat aber nicht wirklich die Power gegen die Strömung. Jawohl, umgedreht die Forelle. 1,6 Kilo Barfu, Alter. Auch gut. Schönes Ding. Sehr, sehr schick. Wobei Barfu, ne, fängt man halt überall und wir wollen ja hier die Eschen. Was heißt, fängt man überall? Fängt man halt auch am... So, Einholgeschwindigkeit passt noch. Am Belaya, aber halt die ostsibirischen Eschen und so. Oder die arktischen. Das sind dann mal eher so ein bisschen die Exoten, die aber dann auch die Kohlen bringen, ne? Zack, next, jawohl. Ist das jetzt hier doch eher... Nee, doch noch ein Lennok? Ja, 700er ist okay. Hauptsache alles maßig, dann reicht das schon. Und dann gehen wir gleich doch nochmal auf Kupferfarben. Das ist ja jetzt hier dieses Zartrosa mit drin. Wobei, ich bin zufrieden. Guck's dir an, Alter. Nicht schlecht, der nächste Brocken. Aber ich hätte halt gerne gezielter die Eschen. Also weniger Beifang. Und ich muss sagen, jetzt letztens im Stream, es war auch schon... Nicht schlecht. Es war auch schon sehr geil vom Köder her oder vom Kescher dann letzten Endes. Man hat fast nur Eschen gesehen. Ab und zu mal ein bisschen, ne, was anderes. Und wieder losgegangen. Ausgeschlitzt, der Lümmel. So, nochmal weiter ein bisschen locker durchziehen. Kriegen wir da noch was getriggert hier auf den letzten Metern? Ja! Auf dem letzten Meter nochmal 500 Gramm Ostsibirische. Schön. Ach, sehr gut, ey. So ist das gut, ey. Zack. Und also wirklich top. Also der Köder ist ja sensationell gerade. Sensationell. Dieses leichte, rosa, kupferfarbene. Nicht so dieser orange-rosa-kupferfarbene, sondern so ein bisschen rosa mehr, ne? Gleich nochmal genau reingucken von der Zahl, was das für einer ist. Aber auch die Barfuß hier, ne? Was hier die Barfuß reinballern. Und den Fisch mal ein bisschen mehr überzeugen. Ich meine, ich könnte hier natürlich mit ein bisschen mehr Tragfähigkeit reingehen, ne? 1,6er Lennok. Jawohl. Alter, der glückt aber auch. Ich bin gerade super zufrieden mit dem, ey. Das gibt gut Kohle. Top, ey. Und vor allem die Zeit ausnutzen, ne? Wenn das gerade lübt, wenn die Uhrzeit stimmt, wenn das Wetter passt, wenn der Köder passt und man zieht, nicht ablenken lassen, durchziehen. Bam, bam, bam. Ich habe das früher, ich weiß das, ich tendiere ja schon wieder dazu zu sagen, ja, komm, teste doch mal einen anderen. Nee, durchziehen. Immer dieses, ich lasse mich halt gerne dann irgendwie ablenken von wieder einem anderen Köder. Ja, man könnte ja noch mal einen anderen. Und wenn man dann aber irgendwann mal so in die Rekorde reinguckt und es sind ja immer wieder dann eindeutige Zeichen für so einen Hotspot, dass dann irgendwie ein Köder halt richtig heraussticht, dann wird halt zack nur mit diesem einen Köder auch geangelt und dann fängt man auch die Brocken. So, drei Würfe noch mit dem Köder, trotz allem. Und dann erstmal den anderen. Dann nehmen wir mal einen Topwater. Zack. So. Auch nochmal. Aber auch nicht Zielfisch. Und der dritte. Sieht schon gut aus. Zack. Ja, aber auch zu klein, siehst du? Okay, dann nehmen wir jetzt Topwater. Ich habe mir damals tatsächlich extra für die Tunguska hier, extra für diesen Seitenarm, eine Medium Light Route geholt, damit ich hier Köder werfen kann, die ein bisschen höher sind einfach vom Gewicht und ein bisschen mehr Tragfähigkeit haben. Also dann habe ich halt mehr Tragfähigkeit auf der Route gehabt, ne? Aber das war eigentlich, also ich sag mal, der Hauptgrund war etwas höheres Wurfgewicht. Hier auf Ultralight hat man dann eben doch, ja,
ist man dann irgendwann begrenzt, ne? Zack, da geht der nächste rein, jawohl. Aber auch noch nicht. Auch schöne Bachforellen. Viele Barfuß hier. Aber noch nicht meine Eschen. Das war vor 2 Tagen anders. Zap, zap, zap. Einholgeschwindigkeit 50 mache ich. Zack, und da kommt eine. Einholgeschwindigkeit 50 mit Shift gedrückt, also ganz schnelle Einholgeschwindigkeit sozusagen. Ganz kurz intervallmäßig und zack, schon Biss. Ganz kurz intervallmäßig nur anzuppeln, dass der Topwort halt immer so ein bisschen vorgekickt wird, regelrecht vom Anschlag, vom Ankurbeln, und dann war es das. Okay, überzeugt mich gerade nicht. Der überzeugt mich gerade nicht. Dann gehen wir nochmal auf den gelb-roten. Wobei ich jetzt eigentlich schon deutlich eher wieder bei den Spinnern bin. Ich überlege gerade, ob es noch eine Möglichkeit gibt, Blinker zu nehmen. Gleich mal gucken von den Farben her, ob ich da was habe, was blinkermäßig vielleicht noch funktioniert. Der triggert irgendwie gar nicht hier. In gelb-rot. Dann gibt es noch die Ultralight. Oric haben wir hier nur in Kupfer. Nehmen wir mal den rötlichen. Ultralight Topwater. Gucken wir mal, was da geht. Zack, auch schon direkt ein Biss. Okay. Jawohl. Und es sieht auch nach Zielfisch aus. Schön. 583er Ostsibirische. Sehr schön. Man kommt natürlich nicht ganz so weit damit raus. Und zack, auch schon wieder Biss. Okay. Und eine Barfo. Okay. Schon mal nicht so schlecht. Es ist ja wirklich nicht lange. Also es braucht nicht wirklich lange. Und der Fisch ist da. Das ist halt immer ein gutes Zeichen. Next. 3-4 Mal rumzuppeln. Das heißt also in dem Moment, es kann schon sein, dass man in dem Moment, wo man hier auf, wo der Köder auftrifft, dass dann quasi schon ein Fisch generiert wird, dahin schwimmt und zubeißt. Zack, Biss. Aber auch hier gewichtsmäßig so lala. Ich tendiere ja gerne dann doch dazu, ein bisschen größere Köder zu nehmen, ein bisschen dickere Haken zu nehmen, um irgendwie die Trophies zu triggern. Also da verzichte ich doch lieber auf 4, 5 kleine Fische, wenn ich dann irgendwann doch nochmal die Chance drauf habe, dass irgendwo eine Trophy reinballert. Zack. So. Und wieder die arktische. Okay, ändern wir eben um. Und ich bleibe bei Hashtag 2. Gehen wir jetzt mal auf den. Den hatte ich ja gerade verloren. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Kombi. Nehmen wir mal den als erstes. Dieser bräunlich-schwarze soll auch funktionieren. Teste ich auch noch. Einholgeschwindigkeit passt sogar. Ich war sogar sehr schnell jetzt gerade. Auch das gleich nochmal ein bisschen variieren. Und gucken, ob wir da noch ein bisschen bessere Ergebnisse hinkriegen. Ah, ist okay. Und richtig raus damit. Die fliegen halt deutlich weiter, ne? Der kleine Topwater, der kam ja gar nicht richtig raus, ey. So, und zack und Biss. Was könnte man noch ändern? Ich überlege gerade, wie könnten wir es noch vielleicht optimieren? Vielleicht doch mit einem Fluorocarbon anstatt Invisible Mono. Ich glaube, das machen wir jetzt mal als nächstes. Oh, Buckellachs, ein kleiner. Gehen wir mal auf Fluorocarbon-Vorfach in 5,5, 60 cm Länge und ballern das Ding komplett raus. Da müssen wir jetzt mal gucken. Jo, 39,40. Bisschen schneller mal, ein bisschen triggern. Und da kommt was. Andere Möglichkeit, wobei die natürlich sehr tricky ist, gezielt auf
unter, also ein deutlich unterlegenes Setup sozusagen. Mir schwebt natürlich schon die ganze Zeit, wie am Belaya vor ein paar Wochen, schwebt mir natürlich die ganze Zeit schon das 2,8er Mikrobraid im Kopf rum. Ich meine, da muss man sich mit dem Köder vielleicht noch ein bisschen sicherer sein, dass da nicht hier die ganz wilden Dinger reingehen. Wenn hier ein, keine Ahnung, 3-4 Kilo Fisch dann reingeht auf 2,8er Mikrobraid, dann ist halt hier wirklich Party, ne? Nee. Fische werden nicht größer. Könnte jetzt natürlich am Köder liegen, aber ideal scheint das gerade nicht. Also, ich würde sagen, ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch. Das war hier gleich meine... Ne, die hier unten zählen nicht. Ab hier, 18 Minuten sind wir jetzt gerade hier. Machen wir mal eine halbe Stunde voll und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt hier so ausgesehen hat. Wenn da jetzt gleich nochmal was Dickes reingeht, schalte ich natürlich wieder rein. Ansonsten gucken wir dann gleich mal in den Kescher. Na, was haben wir denn da dran? Ich musste mal wieder rumspielen. Ich habe die ganze Zeit rumprobiert. Ich habe sogar 12 Gramm Köder reingeschmissen. Und was nicht alles. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm Alden, schmeißt du einfach mal hier die dicke Rute raus mit Spirulino. Alles rumprobieren. Und dann gucken wir mal, was da geht. Schön draufgeknallt, der Ding. Spiro, den kann ich ja gleich mal zeigen, das Set. Den Schwimmenden, den Floating. Ach, guck mal hier, schön. Alter. Schöner Lennock nochmal. Sehr schön. Ja, und dann gib ihm. Guck mal, wie weit der rausgeht, Alter. Ich lande quasi da hinten direkt in der... Direkt da hinten in den Bach schon bald, ey. Und dann einfach hier auch kleine Bewegung. Das Gieren, das steht hier unten auch schon wieder. Ganz kleine Bewegung. Zack. Und da ist auch schon der nächste Biss. Ja, lübt, ey. Kann man auch machen hier. Schön mit dem Spiro. Ich liebäugle ja schon lange damit, vielleicht doch mal wieder auf Spirulino zu skillen. Gerade mit dem Erscheinen dieses Gewässers. Und jetzt im Nachhinein auch nochmal mit dem Yama und so. Ist das irgendwie wertiger geworden, das ganze Spiro-Dingen. Und hat eher eine Daseinsberechtigung bekommen. Das war vorher, war das alles so, ja, nee. Und jetzt mittlerweile hat man irgendwie, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die ganz viele Komponenten aus dem Game doch wieder zurück ins Game bringen, die man vielleicht so rumliegen hat, wie zum Beispiel Spiro und so, was halt kaum irgendwie... Verwendung gefunden hat. Vielleicht ja auch irgendwann mal hier die Mäuse und die Eichhörnchen, die man hier kaufen kann als Köder. Vielleicht kommt ja sowas auch mal irgendwann richtig ins Game und man kann es regelmäßig mal für irgendwas verwenden. Zumindest, dass da ansatzweise ein bisschen was drauf geht. Aber so sind es eben auch jetzt auch speziell am Yama zuletzt einige Köder gewesen. Alter, ein Aaland. Einige Köder gewesen, die man ewig nicht gesehen hat. Die man eigentlich gar nicht hatte. Und die stehen jetzt mittlerweile in den Rekorden drin. Finde ich sehr gut, ey. Finde ich sehr gut. So, es wird langsam dunkel. Heißt auch Aufbruchwetter. Also so langsam, also ich sag mal, wenn es wirklich dunkel ist, kann man eigentlich, ja, entweder auf Grund gehen oder einfach, wie gesagt, versuchen auf andere Fische zu gehen. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier noch einen rankriegen. Und danach geht es ab zum Verkaufen. Wir sehen uns dann gleich im Café. Also, dann schauen wir mal eben rein. Gibt es denn irgendetwas hier im Café, was wir loswerden können? Lennock ist gerade drin mit 6,2 Kilo. Das wäre ein Traum. Leider nicht dabei. Also verkaufen wir die ganzen Fische normal. Schauen wir doch mal eben, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Beziehungsweise wir müssen mal eben von vorhin die Fische loswerden. Die hatte ich gerade noch an der alten Festung. So, und dann schauen wir hier mal rein in Gänze. Gehen wir mal nach dem Preis. Ja, das geht auch ganz gut, ne? Wenn man sich jetzt hier so einen Lennock anschaut, der fast 30 Silber bringt und hier 26 oder auch natürlich hier 24 für die fette Barfu 2020.
15, 15, 15, 15. Also, es sieht ganz gut aus. Tendenziell muss ich sagen, sind heute ein bisschen. Nee, geht. Geht. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr Unmaßige dabei. Nee, es sind sogar ein bisschen mehr Maßige dabei. War beim letzten Mal ähnlich, wo ich hier geangelt habe. Nichtsdestotrotz sind es jetzt für die Zeit, es sind mittlerweile fast 40 Minuten gewesen, 350 Silber. Es sind keine mega großen Brocken reingegangen. So ein einzelner, der mal halt richtig, guck mal, es ist eigentlich keiner über, nach Gewicht, keiner über 2 Kilo, ne? Also, wenn da mal in dieser Gewichtsklasse natürlich welche reinballern mit über 2 Kilo, sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Aber im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden damit. Cash gemacht für mal eben schnell eine halbe Stunde angeln. Kratsching, so soll das sein. Petri, ihr Lümmels, wenn ihr das Ganze geholfen habt, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Bis dahin.